Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, wieso ich genauso aussehe wie in den letzten Videos, beziehungsweise wie in meinem Schminksammlungsvideo. Aber ich drehe dieses Video direkt im Anschluss, wenn ich schon mal Zeit habe und so schön geschminkt bin. Und heute zeige ich euch ganz viele Produkte von The Body Shop. Denn es gibt aktuell übrigens noch die Aktion Kaufe 3, bezahle nur 2. Also das günstigste Produkt bekommt man dann geschenkt. Und diese Aktion gilt auf Hautpflegeprodukte und auf Make-up-Produkte. Und ich hatte auch noch irgendwie Rabattgutscheine und Gutschein auf meiner The Body Shop-Karte. Und da habe ich wirklich ganz, ganz viel gespart. Und deswegen habe ich das so ein bisschen ausgenutzt. Und ich hatte irgendwie auch so ein bisschen so einen Geistesblitz vor ein paar Wochen und habe gedacht, warum nicht mal Hautpflegeprodukte von The Body Shop ausprobieren. Ich finde, das kommt ein bisschen auf, also irgendwie im YouTube-Bereich zu kurz, also zumindest ja, habe ich nicht so das Gefühl, dass es da wirklich so präsent ist. Und da habe ich ganz viele Produkte gekauft von ganz vielen verschiedenen Gesichtspflegereien, die ich euch heute unbedingt zeigen möchte, weil da wirklich ganz, ganz viele tolle Produkte dabei sind und ich euch zu jedem Produkt schon eine Review geben kann, ob die für mich funktioniert haben, für was die denn gut sein sollen oder ob die vielleicht nicht so gut waren. Ich sage euch das jetzt lieber schon mal vorab, dass ihr in diesem Video ganz viele unterschiedliche Hautpflegeprodukte zu sehen bekommen werdet, also beziehungsweise unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Hautbedürfnisse, denn die Haut stellt sich auch immer um, also auch hormonell bedingt, und die Haut ist auch nicht jeden Tag gleich. Denn bei mir ist es so, einmal ist sie eher trocken, dann gebe ich ihr eben Produkte, die ihr Feuchtigkeit zuführen, dann habe ich eher unreine Haut, dann nehme ich eben Produkte, die gegen unreine Haut sind, und so tausche ich die Produkte immer untereinander aus. Und das ist auch das Prinzip bei The Body Shop, dass man ja, nicht alle Produkte von einer Reihe benutzen muss, sondern die Produkte untereinander variieren kann. Das Waschgel zum Beispiel gegen unreine Haut, ein Gesichtswasser, dann das Feuchtigkeit zuführt und auch eine Gesichtscreme, die Feuchtigkeit zuführt. Das muss man einfach dann selber wissen, welchen Hauttyp man hat. Ob man jetzt eher irgendwie eine trockene Mischhaut hat oder eine trockene, unreine Haut, eine ölige, unreine Haut oder ob man schon erste Anzeichen von Fältchen hat und so. Und dann kann man einfach die Produkte oder seine Produktreihe sich sehr schön zusammenstellen. Und dann würde ich sagen, falls euch dieses Video interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Und dann fange ich auch schon mit der allerersten Reihe an und zwar ist das die Chamomile-Reihe, also mit Kamille. Und da habe ich mir die Sumptuous Cleansing Butter mitgenommen. Das ist eben ein Reinigungsprodukt bzw. ein Abschminkprodukt für sensible Haut. Und das sieht einmal so aus, also wie so eine Butter, ist auch von der Konsistenz her wirklich ganz cremig und verschmilzt auch sofort mit der Haut. Ich mache das immer so, dass ich einfach ein bisschen Produkt hier rausnehme und das ein bisschen schon in den Fingerspitzen verreibe und dann auf mein Gesicht aufgebe. Das Wichtige dabei ist, dass man das trocken anwendet. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt für diejenigen, die zum Beispiel solche Abschminktücher benutzen oder ihr Gesicht immer mit Wasser oder so abschminken. Oder mit irgendwelchen Gesichtswassern. Deswegen ist es am Anfang, denkt man sich so, oh Gott, man schmiert sich dann auf die Haut noch was drauf. Und es ist aber gar nicht so, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Und das wird dann so wie so zu einem Öl quasi und nimmt dann das Gröbste wirklich schon ab. Ich muss sagen, so Mascara oder so entfernt das Produkt jetzt nicht so gut. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, aber das sehe ich aus wie ein Panda. Deswegen habe ich dafür für mein Augen-Make-up und für Lippenprodukte ein extra Produkt gekauft, auch aus derselben Reihe. Das sieht einmal so aus und zwar ist das der Waterproof Eye and Lip Make-up Remover und das ist auf Ölbasis, also das muss man vorher auch schütteln, bevor man das benutzt. Und da gebe ich einfach ein bisschen auf ein Wattepad und gebe mir das dann auf die Augen und lasse das dann so 10 bis 20 Minuten drauf, dass es schön einwirken kann und dann nehme ich es wirklich ab und dann geht auch alles sanft ja, weg und es brennt nicht und ich habe davon auch irgendwie keine Rötung bekommen oder Aufschlag oder irgendwas. Deswegen, also die beiden Produkte sind wirklich sehr sanft zur Haut und nehmen das Make-up wirklich sehr schnell und sehr sanft ab. Dann komme ich auch schon zur nächsten Gesichtspflegereihe und zwar ist das die Tea Tree Reihe. Die kenne ich noch aus früheren Zeiten, als ich so 13, 14 war, habe ich da schon mal ein paar Produkte benutzt. Und das ist eben eine, ja, Gesichtspflegereihe für unreine Haut und da habe ich mir jetzt einmal ein Duschgel mitgenommen. Denn bei mir ist es leider so, dass ich auch auf dem Dekolleté zu unreiner Haut neige. Es heißt so, dass zumindest bei Frauen soll es so sein, dass die Dekolleté, die Haut am Dekolleté sich dem Gesicht so ein bisschen gleicht und man die Dekolleté-Haut auch mitpflegen soll.
Und da gibt es jetzt eben, wie gesagt, dieses Duschgel, das ist das Skin Clearing Body Wash. Und da habe ich mich jetzt schon wirklich des Öfteren mit gewaschen und hier vorne vor allem eingeseift und hier auf den Schultern habe ich des Öfteren Unreinheiten. Und ich kann wirklich sagen, dass meine Pickel weniger geworden sind. Und wenn welche entstehen, dann klingen sie viel schneller ab. Und das Gute an dieser Tea Tree Reihe ist, dass es die Haut nicht austrocknet. Das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich, denn es gibt so viele Gesichtspflegeprodukte, die einfach... Gesichtspflegeprodukte gegen unreine Haut, meine ich, die gegen unreine Haut sind, genau, die einfach viel zu reizend sind und viel zu austrocknend, und das ist bei der Reihe nicht so. Das nächste Produkt aus der Tea Tree Reihe ist das hier, und zwar ist das die 3-in-1 Wash Scrub Mask. Das kann man einmal benutzen eben als Waschgel, als Peeling oder als Gesichtsmaske. Ich habe es bisher immer als Gesichtsmaske benutzt. Und wenn ich die Gesichtsmaske dann abgenommen habe, bin ich nochmal in kreisenden Bewegungen über mein Gesicht gegangen. Und somit war es auch gleichzeitig ein Peeling. Davon habe ich keine Pickel bekommen oder irgendwelche Reizungen, Rötungen oder sonst irgendwas. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Haut schön rein war und... dass so überschüssiges Öl von der Haut auch ein bisschen weggenommen hat. Gerade in der T-Zone neige ich eher dazu, dass meine Haut sehr ölig ist. Ich finde, so ein Produkt ist halt ideal jetzt für Reisen geeignet, weil man da halt irgendwie drei Produkte in einem hat. Dann habe ich die Gesichtsmaske von der Tea Tree Reihe. Das ist die Skin Clearing Clay Mask. Und das ist auch die, die ich mir vor einigen Jahren mal gekauft hatte, als ich richtig, richtig schlimme, unreine Haut hatte. Und die sieht einmal so aus, hat eine richtig schöne grüne Farbe. Und riecht wie alle anderen Produkte aus der Reihe eben nach Teebaumöl. Ich muss sagen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Es gibt bestimmt einige Leute, die mögen den Geruch von Teebaumöl und andere, die hassen den Geruch. Ich finde, das riecht einfach so schön frisch und rein und ja, erfrischend irgendwie. Also ich mag den Duft von Teebaumöl sehr. Und das ist wirklich eine sehr gute Maske gegen unreine Haut. Und ich finde es da wirklich sehr gut, dass diese Maske nicht so extrem stark antrocknet. Also sie trocknet schon ein bisschen an, aber nicht so, dass alles vom Gesicht bröselt. Ich mag das Gefühl auf der Haut nicht, wenn das alles so spannt und wenn man das Gesicht bewegt, alles schon runterfällt. Das ist irgendwie, das mag ich gar nicht. Und wenn ich die hier benutze, dann merke ich wirklich einen Unterschied, dass auch so Pickel, die ich im Gesicht hatte oder auch ein paar Mitesser, die wirklich schneller verschwinden und auch Pickel schneller abheilen. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein SOS-Produkt, wenn meine Haut irgendwie wieder ein bisschen verrückt spielt. Das letzte Produkt aus der Tea Tree-Reihe ist einmal das hier und das ist, glaube ich, relativ neu. Das ist die Anti-Imperfection Daily Solution und das ist ein Serum eigentlich. Und ich finde die Verpackung wirklich richtig hübsch davon. So sieht das Fläschchen einmal aus, ist aus Glas und hat hier eine Pipette, was ich wirklich sehr, sehr praktisch finde, weil man so das Produkt ganz easy eben entnehmen kann. Ich mache das immer so, ich gebe mir da ein paar Tropfen in die Handfläche, verreibe es erst kurz und gebe es dann auf mein Gesicht. Allerdings reibe ich es nicht in mein Gesicht ein, sondern ich tupfe es wirklich auf mein Gesicht ganz sanft. Und wie gesagt, das ist eben ein Serum, das benutzt man nach dem Waschen und vor der Gesichtspflege, also vor der Creme. Und ich habe das jetzt halt nur zweimal ausprobiert, weil ich das jetzt noch nicht so lange habe, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, außer dass hier auch der Duft wieder, wie gesagt, nach Teebaumöl riecht. Jetzt habe ich drei Produkte aus der Seaweed-Reihe für euch und diese Gesichtspflegereihe ist für Mischhaut geeignet und da ich Mischhaut habe, sind diese drei Produkte quasi auch die Basis von meiner Gesichtspflegeroutine. Und zwar habe ich da einmal dieses Produkt, das ist nämlich das Deep Cleansing Gel Wash und das benutze ich morgens und abends. Das ist eben ein Cleanser, ein Gesichtsreiniger, das eben die Mischhaut ausgleichen soll. Also es soll die öligen Stellen im Gesicht mattieren und die trockenen Stellen oder die normalen Stellen eben Feuchtigkeit spenden. Und ich finde zusammen mit den anderen zwei Produkten, die ich euch gleich zeigen werde, funktioniert das wirklich super und ich habe auch echt das Gefühl, dass meine Haut wirklich mehr ausgeglichen ist und eher zu normal tendiert mittlerweile. Dann habe ich das passende Peeling dazu und zwar ist das der Pore Cleansing Exfoliator und den finde ich richtig, richtig gut. Also das Peeling ist echt ganz, ganz toll, weil am Anfang denkt man sich so, oh, das ist ein total grobkörniges Peeling, aber je mehr man das irgendwie in die Haut einmassiert, desto weniger werden die Peelingkörner, denn es sind keine Plastikpartikel drin, was natürlich auch gut für die Umwelt ist, aber auch gut für die Haut. Es sind, glaube ich, solche Aloe Vera Kügelchen, die sich dann mit der Zeit
auflösen. Und das finde ich richtig gut. So läuft man nicht Gefahr, dass man die Haut überstrapaziert, weil man zu viel peelt. Und irgendwann sind einfach keine Peeling-Körner mehr da. Und dann kann man einfach auch nicht mehr weiter peelen. Und das ist echt richtig gut. Und aus derselben Reihe habe ich auch noch den passenden Toner. Und zwar ist das der Oil Balancing Toner. Und das ist ein Produkt ohne Alkohol, was ich wirklich super finde. Denn so trocknet es die Haut nicht unnötig aus. Und ja, das gebe ich auch morgens und abends auf mein Gesicht. Und gebe es erst auf ein Wattepad und gehe dann über mein Gesicht drüber. Und wie gesagt, durch die drei Produkte habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Haut mehr ausgeglichen ist. Und wie gesagt, sie eher zu normaler Haut neigt. Und deswegen kann ich schon mal sagen, dass diese Seaweed-Reihe wirklich was bringt. Die nächste Gesichtspflegerei, die ich euch zeigen möchte, ist die Vitamin E-Reihe. Und das ist eine Gesichtspflegerei, die für trockene Haut geeignet ist. Einfach Haut, die mehr Feuchtigkeit braucht. Und da habe ich mir ein Serum mitgenommen. Und zwar ist das das Intense Moisture Serum. Das ist immer das, das ich morgens auftrage. Das von der Tea Tree-Reihe benutze ich immer abends. Und das finde ich wirklich richtig gut, weil das nicht so unangenehm auf der Haut liegt, sondern relativ schnell einzieht, aber man danach nicht so das Gefühl hat, dass es zu wenig Feuchtigkeit ist, sondern eigentlich perfekt. Und es versorgt meine den ganzen Tag meine Haut mit Feuchtigkeit. Es hat wirklich eine ganz tolle Textur und es hat auch wirklich einen angenehmen Duft. Deswegen, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Passend dazu habe ich auch noch die Tagespflege. Und zwar ist das die Vitamin E Moisture Cream. Und die finde ich auch richtig gut, weil die meine Haut wirklich sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt, aber eben nicht zu fettig ist. Es gibt auch noch eine Variante für sehr trockene Haut, die ist mir dann für die wärmeren Monate ein bisschen zu arg. Ich glaube, die wäre jetzt eher was für die Wintermonate, weil meine Haut schon eher mehr trocken ist. Und die verträgt sich auch gut mit meinen Foundations und einfach ein toller Duft, tolle Textur, versorgt meine Haut gut mit Feuchtigkeit, deswegen ist sie auf jeden Fall ein Produkt, das ich sehr empfehlen kann, wenn man trockene Haut hat. Passend dazu habe ich auch die Nachtcreme und zwar ist das die Vitamin E Nourishing Night Cream und die finde ich ganz, 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 ganz toll, weil die einfach so eine wunderschöne Konsistenz hat. Es ist irgendwie wie so eine Butter, die ganz toll auf der Haut oder mit der Haut verschmilzt und wirklich über Nacht so toll Feuchtigkeit spendet, aber nicht zu beschwerend ist für die Haut. Das ist auch immer so mein Problem, wenn Produkte zu beschwerend sind, dann verstopft meine Haut relativ schnell und ich habe das Gefühl, sie kann nicht mehr richtig atmen. Und also auf die möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten. Das Gute an diesen Produkten oder an allen Produkten ist, dass man von allem wirklich ganz, ganz wenig braucht und einem die Produkte auch deswegen relativ lange halten. Dann aus derselben Reihe habe ich einmal dieses Produkt und zwar ist das die Vitamin E Aqua Boost Essence Lotion. Und ich stand davor und habe dann die Verkäuferin gefragt, was das denn eigentlich ist, denn es ist kein Toner. Und sie hatte mir erstmal erklären müssen, für was man das eigentlich anwendet. Und zwar benutzt man das nach der Reinigung, nach dem Peeling. Und zwar gibt man sich da ein paar Tropfen in die Handflächen und tupft das dann auf die Haut auf. Und dann benutzt man sofort im Anschluss, nachdem es noch gar nicht richtig eingezogen ist, sein Serum oder wenn man kein Serum benutzt, seine Tages- oder Nachtpflege. Und dieses Produkt hilft eben, die Wirkstoffe von den Produkten, die man danach aufträgt, besser in die Haut aufzunehmen. Ich habe erst so gedacht, so okay, brauche ich das wirklich? Weil ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich kann da ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, ob diese Essence Lotion wirklich was bringt. Ich glaube, ich könnte da erst irgendwie was dazu sagen, wenn ich dieses Produkt mal absetze oder eine Zeit lang nicht benutze. Es ist auch ein Produkt, was halt auch ein bisschen Feuchtigkeit der Haut gibt und wie gesagt, das ist halt ein Produkt, was dafür sorgt, dass die Produkte, die man danach aufträgt, einfach besser von der Haut aufgenommen werden. Dann komme ich auch schon zu diesem Produkt hier und das habe ich mir schon mal gekauft und das fand ich richtig gut, deswegen kenne ich das schon. Das ist das Hydrating Face Mist. Das ist eben so ein beruhigendes und feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray, das man sich auch mal zwischendurch irgendwie aufsprühen kann oder als Base oder als Make-up-Fixierungsspray, beziehungsweise ist es eigentlich kein richtiges Make-up-Fixierungsspray, sondern was jetzt das Make-up länger haltbar machen soll, sondern einfach, dass die Haut irgendwie besser aussieht und das nicht so pudrig aussieht. Und das sprühe ich wirklich sehr, sehr häufig am Tag, vor allem wenn ich ungeschminkt bin am Wochenende oder so, sehr häufig auf meine Haut und das spendet wirklich sehr gut Feuchtigkeit. Es hat so einen angenehmen Duft, deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal wieder nachgekauft.
Das nächste Produkt aus der Vitamin E-Reihe ist für die Augen. Und zwar ist das der Refreshing Eyes Cube. Und das ist wirklich ein ganz kleines, süßes Produkt, wo ich am Anfang auch so dachte, so, wie wende ich das eigentlich an? Das ist einmal hier so ein kleiner Stick. Und da macht man hier die Kappe ab und dreht das Produkt hier einmal so raus. Und das gibt man sich unter die Augen auf. Und ich habe einfach so gedacht, so, ob das wirklich was bringt. Also ich kenne immer nur so Konsistenz, so Creme-Konsistenz, aber so ein Stick war ich erst ein bisschen unsicher. Aber ich kann euch wirklich sagen, also ihr könnt ihn auch in den Kühlschrank legen und dann hat es gleichzeitig noch so einen extrem erfrischenden und kühlenden Effekt. Aber ich finde auch, dass das Produkt an sich schon sehr kühlend ist. Ich benutze das vor allem morgens, weil es einfach schnell gehen muss und ich dann nicht ewig lange Zeit habe, um zu warten, bis meine Augenpflege eingezogen ist. Und das nimmt wirklich so Schwellungen sofort zurück. Also das war echt richtig krass. Ich habe das aufgetragen, ein bisschen eingeklopft und habe schon gesehen, dass so Schwellungen unter den Augen wirklich minimiert worden sind. Der Blick war sofort wacher. Es war gut mit Feuchtigkeit versorgt, aber nicht zu viel. Deswegen, das ist irgendwie so ein Wunderstick. Also das ist echt ein richtig cooles Produkt und auch so klein und handlich und also das möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Dann habe ich hier ein ganz tolles Produkt für euch und zwar ist das die BB Cream aus der Vitamin E Reihe. Es gibt leider nur eine Nuance und ich habe Glück, denn die Nuance passt perfekt zu meinem Hautton. Ist jetzt nicht für diejenigen nach, die jetzt wirklich super, super hell sind, sondern da muss man schon so ein bisschen gebräunt sein oder halt eben einen dunkleren Hautton haben. Aber diese BB Cream ist wirklich bisher die beste, die ich ausprobiert habe. Die ist so toll und ich habe das Gefühl, ich tue meiner Haut dadurch sogar noch was Gutes, denn die ist mit Vitamin E und die spendet meiner Haut noch ein bisschen Feuchtigkeit und trocknet sie nicht aus oder sonst irgendwas. Die verstopft die Poren nicht und ich trage die persönlich, also BB Creams allgemein trage ich persönlich immer mit meinen Fingern auf. Nie mit einem Beauty Blender, weil ein Schwamm ihr Produkt aufsaugt und eine BB Cream an sich ja nicht so die mega krasse Deckkraft hat und ich so mit dem Schwamm einfach noch mehr Deckkraft wegnehmen würde. Deswegen trage ich sowas immer mit den Fingern auf. Lässt sich super einfach verblenden. Man kann es sogar aufbauen, also die Deckkraft. Also erst eine Schicht drüber, eine dünne und dann nochmal eine dünne Schicht drüber. Und dann hat man eigentlich schon eine mittlere Deckkraft und lässt die Haut so schön strahlen. Es sieht nicht unnatürlich aus. Es sieht nicht irgendwie tot aus oder sonst irgendwas. Wirklich, also ich gehe auch oft nur mit dem Produkt aus dem Haus. Klar, es deckt jetzt nicht unbedingt so mega krasse Pickel oder sowas ab. Aber ich finde das manchmal sogar richtig hübsch, wenn man da die eigene Haut noch durchsieht und man sehen kann, dass man darunter auch noch Haut hat. Und nicht, wenn alles so zugespachtelt ist und man gar nichts mehr irgendwie vom eigenen Gesicht erkennen kann. Also ich bin echt begeistert von dieser BB Cream. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, es gibt nur eine Nuance. Das letzte Produkt aus der Vitamin E-Reihe, das ich für euch habe, ist eine Gesichtsmaske. Und zwar ist das die hier. Das ist die Sink In Moisture Sleeping Mask. Und das ist eine Gesichtsmaske, die der Haut wieder Feuchtigkeit geben soll. Und eine Maske, die man über Nacht aufträgt. Und ich habe die jetzt leider nur einmal benutzt, deswegen kann ich da jetzt keine ausführliche Review geben. Aber ich kann sagen, dass sie wirklich was bringt. Zumindest habe ich schon nach der ersten Anwendung einen Unterschied gesehen. Ich habe die jetzt direkt nach meinem Serum aufgetragen, also keine Gesichtspflege und dann die Maske. Weil ich dachte, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Und wie gesagt, habt ihr dann über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Morgen müsst ihr aber euer Gesicht schon waschen oder zumindest die Überreste mit einem Wattepad abnehmen, weil da schon so ein bisschen noch so ein Film drüber ist. Und aber sonst hat die Haut wirklich schön gestrahlt und gut mit Feuchtigkeit versorgt. Sah wirklich alles schön frisch aus und deswegen, also die hat ihren Job wirklich erfüllt. Ist auch eine lustige Konsistenz. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist so ein bisschen wabbelig, wie so ein Wackelpudding, wackelt das hier hin und her. Und ist auch schön leicht auf der Haut, macht auch gar nichts aus, damit zu schlafen. Also ist jetzt auch nur irgendwie unangenehm, dass man das übermäßig merkt, dass man was auf der Haut drauf hat. Deswegen, also der erste Eindruck von dieser Maske ist auch schon mal richtig gut. Die letzte Gesichtspflegerei, die ich für euch habe, ist die Vitamin C-Reihe und das sind eben Produkte, die der Haut mehr Ausstrahlung geben sollen, gegen müde, gegen fahle Haut und sowas. Und da habe ich mir einmal dieses Produkt hier mitgenommen. Das ist der Vitamin C Skin Boost und nicht wundern, falls ihr dieses Produkt mit einer anderen Verpackung sehen solltet. Es ist immer noch dasselbe Produkt, allerdings
ja, ändern sie da jetzt nach und nach die Verpackung. Und mein The Body Shop jetzt in Stuttgart auf der Königstraße hatte eben noch das in der alten Verpackung. Aber wie gesagt, das Produkt an sich bleibt gleich. Und das ist eben ein super Produkt auch als Primer. Denn es macht die Haut unglaublich weich. Es mattiert ein bisschen und es füllt so kleine Fältchen, Linien und Poren auf. Und es riecht unglaublich gut. Es riecht so frisch nach Zitrus, einfach super angenehm. Und das Gute daran ist, es ist eigentlich kein Primer. Also es ist ja eigentlich ein Gesichtspflegeprodukt. Und das finde ich halt so gut, dass man da 2-in-1 quasi hat. Also es ist eigentlich ja, eine Gesichtscreme für morgens und gleichzeitig auch ein Primer für unters Make-up. Also muss man da auch nicht unbedingt 2 verschiedene Produkte benutzen, sondern benutzt einfach nur das und hat schon einen Schritt gespart. Und wie gesagt, der Duft ist unheimlich angenehm. Die Haut ist so weich, das Make-up gleitet da drüber richtig schön und deswegen echt ein richtig cooles Produkt. Das letzte Produkt aus der Vitamin C-Reihe ist einmal das hier und das hat mich echt geschockt. Das ist das Glow Revealing Liquid Peel und das ist eben ein Peeling, das keine groben Peelingkörner enthält. Und deshalb ist es super geeignet für sensible Haut. Es gibt bestimmt einige, die reagieren auf solche Peelingkörner mit Reizungen und Rötungen. Für manche ist es bestimmt zu viel, deswegen ist so ein Liquid Peeling ideal. Und das ist ein Peeling, das man auf trockener Haut anwendet. Also zuerst reinigt man sein Gesicht wirklich gründlich und dann gibt man sich ein paar Pumpstöße auf die Fingerspitzen und dann verreibt man das auf dem Gesicht. Und das Krasse daran ist, dass man sofort einen Unterschied sieht, denn man gibt das Produkt auf und dann löst sich die erste Hautschicht. Und das klingt ganz gruselig, ich weiß, und da darf man sich auf keinen Fall verunsichern lassen, denn die Vitamin C-Produkte sind auch dafür da, dass sich die Haut erneuert und auch die erste Hautschicht sich so ein bisschen löst. Und da war ich echt geschockt, weil ich habe das ja eingearbeitet und wie viele abgestorbene Hautschüppchen sich da gelöst haben, wo ich dann gemerkt habe, dass die Peelings, die ich vorher benutzt habe, eigentlich fast nichts gebracht haben. Das ist dann einfach so, dass sich da einfach ja, diese abgestorbenen Hautschüppchen und Hautzellen abrollen und man wie so kleine weiße Böbbelchen überall im Gesicht hat. Und vor allem ist es ganz krass, wenn man die Haut schon länger nicht mehr gepeelt hat, dann hat man im ganzen Gesicht irgendwelche weiße Bobbel. Und dann muss man das wirklich gründlich abwaschen und man muss auch aufpassen, gerade wenn man so einen Flaum hat an der Seite, was ich habe, beziehungsweise ich habe es jetzt entfernen lassen. Da ist es so, dass sich dann die weißen Böbbelchen drin verfangen und das dann ewig dauert, bis man die wieder rauskriegt. Also wäre es gut zu wissen jetzt für euch, dass ihr da einfach ein bisschen aufpasst, wenn ihr euch dieses Produkt holt oder einfach diesen Flaum entfernt. Ich habe auch, nachdem ich es abgewaschen habe, sofort gemerkt, wie unglaublich glatt und weich und sauber die Haut auch irgendwie war. Denn ihr kennt das bestimmt von Oberflächen, die ganz, ganz sauber, so richtig quietschesauber sind, dass man da nicht so ganz leicht drüber fahren kann, sondern so ein bisschen stockt, eben weil sie so quietscherein sind. Und so war das auf meiner Haut auch. Ich wollte so ein bisschen drüber fahren, das hat echt gestockt. Da hat man so gemerkt, dass, ja, da einfach so, wie gesagt, die erste Hautschicht abgenommen wurde. Also nicht irgendwie denken, ihr schrubbt euch da die Hautschichten weg, auf keinen Fall. Das klingt halt ein bisschen extrem. Aber das ist echt ein Produkt, das mich so überzeugt hat, weil man, wie gesagt, also ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Das ist echt krass, wenn man sofort einen Unterschied sieht und man einfach sofort sehen kann, wie viele abgestorbenen Hautschüppchen und Hautzellen man sich auf der Haut befinden, die man mit dem bloßen Auge auch meistens gar nicht sieht. Und deswegen ist es für mich auch von den ganzen Produkten, die ich euch gezeigt habe, wirklich mein Must-Have-Produkt, das ich auf jeden Fall wirklich jedem weiterempfehlen kann. Das allerletzte Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist kein Gesichtspflegeprodukt. Und zwar ist das ein Body Spray. Und zwar ist das Moringa Body Mist. Es gibt von The Body Shop ganz viele verschiedene Duftrichtungen. Es gibt Himbeere, es gibt Pfirsich, es gibt Kokosnuss, es gibt Vanille. Weiß der Geier. Und davon gibt es natürlich immer das Body Peeling, Body Lotion, Körperöl und halt auch diese Body Mists. Und Moringa ist von The Body Shop mein Lieblingsduft. Das riecht einfach unglaublich frisch, floral. Das erinnert mich ein bisschen so an Jo Malone Parfums. Wenn ihr Jo Malone kennt, dann wisst ihr, wie diese Parfums riechen. Die sind einfach unglaublich speziell und sowas riecht man sonst
irgendwo, also sowas riecht man sonst eigentlich auch nicht. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Es riecht wirklich floral, frisch, super für den Frühling. Das erinnert mich so, so ein bisschen an aufgehende Blüten und sowas. Echt ein ganz toller Duft. Und da es eben ein Body Mist ist, ist es nicht so beschwerend wie ein richtiges Parfum und deswegen auch super für die wärmeren Tage geeignet. Meine Lieben, das war auch schon mein XXL Haul, nur mit The Body Shop Produkten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es war ein bisschen informativ und ich konnte euch vielleicht mit dem einen oder anderen Produkt anfixen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao! Sondern nur diese Maske nach meinem Serum. Ich drehe ab. Hört ihr das? Ständig, die ganze Zeit hier draußen ist irgendjemand am Rumfahren und versucht hier einzuparken und kriegt es einfach nicht hin. Und ich habe halt das Fenster offen, sonst kriege ich in meiner Wohnung keine Luft. Sonst atme ich hier meinen ganzen Sauerstoff weg, wenn ich hier die ganze Zeit rede, weil ich habe eine relativ kleine Wohnung. Und immerhin falle ich hier noch vom Stuhl, wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe. Nee, Gott, so schlimm ist es nicht. Und da draußen schreit auch ständig jemand rum, hier, fahr hier. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Die sind, also manche Leute sind wirklich zu blöd zum Autofahren. Bleib einfach stehen, mach das Auto aus, dann kann ich mein Video weiter drehen.